Sie haben in diesem Kapitel bereits viele neue Themen kennengelernt. Auch die Programme selbst werden immer umfangreicher. Schleichen sich nun semantische Fehler ein, verhält sich ein Programm nicht mehr wie gewünscht. Processing meldet das aber in diesem Fall auch nicht, weil der Code syntaktischer korrekt ist. Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um Ihnen den besten Freund einer jeden Entwicklerin und eines jeden Entwicklers zu präsentieren, nämlich den Debugger. Das Wort Debugger kommt von dem englischen Debugging und heißt so viel wie Entwanzen. Der erste Computerbug wurde 1947 entdeckt und war tatsächlich ein echter Käfer, genau zu sein eine Motte, die sich in die Computerhardware verirrt hatte. Und dort hat diese kleine Motte auch einen Schalter blockiert und deshalb hat es nicht mehr funktioniert. Seitdem hat sich der Begriff in der Entwicklerszene etabliert und ein Debugger ist so gut wie in jeder Entwicklungsumgebung zu finden. Sehen wir uns nun diese spezielle Funktion in unserer Entwicklungsumgebung anhand eines Beispiels noch etwas genauer an. Dieses Programm sollte eigentlich Folgendes machen. Es sollte ein Ball von hier oben nach unten fallen. Dies wird erreicht, indem die y-Koordinate des Balls jeweils um 1 erhöht wird und dann fällt er so langsam herab. Allerdings hat sich in diesem Programm ein Fehler eingeschlichen und es verhält sich nicht so wie gewünscht. Der Ball hängt da oben wie ein Apfel am Baum. Wenn wir das Programm starten, dann wird nur ganz oben dieser Ball gezeichnet, bewegen tut er sich aber nicht. Damit wir bei der Fehlersuche Schritt für Schritt vorgehen können, steht uns nun der Debugger zur Seite. Dazu wechseln wir im Programm hier oben in den Debug-Modus. Man sieht sofort, es verändert sich einerseits die Farbe von unserem Button und andererseits macht sich hier noch ein Fenster auf. In dem zusätzlichen Fenster werden die Variablen unseres Programms angezeigt und rechts daneben die dazugehörigen Werte. Auch haben sich hier oben im Debug-Modus zwei weitere Buttons zwischen dem Run- und dem Stop-Knopf gesellt. Wenn man in diesem Modus auf Run klickt, dann passiert zunächst nichts Außergewöhnliches. Also das Programm wird wieder aufgerufen, aber der Ball bewegt sich natürlich noch immer nicht. Man muss in dem Programm jetzt sogenannte Haltepunkte setzen. Das geht ganz einfach, indem man auf eine der beiden seitlichen Zahlen klickt. Hier zum Beispiel auf 12 oder auf 13. Und anstelle der Zahl erscheint nun eine kleine Raute, welche den Haltepunkt symbolisiert. Klickt man nun auf Run, dann merkt man, dass sich hier etwas verändert hat. Das Programm stoppt nämlich plötzlich, nämlich genau dort, wo der erste Haltepunkt gesetzt wurde. Man sieht jetzt hier, die kleine Raute wurde auch zu einem Pfeil und hier in dem zweiten Fenster kann man jetzt auch wieder die Werte sehen, die es aktuell in dieser Zeile hat. Wir wollen nun Schritt für Schritt das Programm durchgehen und sehen, wie sich die Werte verändern. Vielleicht entdecken wir so ja irgendwo unseren Fehler. Das können wir, indem wir das Programm mit dem Schritt-Button mal teilweise ausführen. Im Englischen wird er manchmal auch Step-Button genannt. Wenn wir darauf klicken, dann sehen wir, dass der Pfeil auf der linken Seite sich hier weiter nach unten bewegt. Das heißt, das Programm wurde bis zu dieser Zeile ausgeführt. Klicken wir nochmal auf den Schritt-Button, dann sehen wir hier bei unseren Variablen, dass sich Circle Y um 1 erhöht hat. Klicken wir noch einmal darauf, sehen wir nämlich noch etwas. Es wird nämlich dann wieder der Draw-Bereich wiederholt ausgeführt und auch der Hintergrund gezeichnet, in diesem Fall in Schwarz. Der Pfeil springt dann wieder am Anfang des Draw-Blocks, weil dieser ja mehrfach ausgeführt wird, und bleibt dann bei der nächsten Zeile stehen, in dem Fall bei Circle Y. Aber wenn wir jetzt noch einmal Schritt klicken, dann werden Sie sehen, dass hier etwas Unerwünschtes passiert. Sehen Sie genau hin. Jetzt. Haben Sie den Fehler gefunden? Circle Y sollte sich um 1 erhöht haben. Haben Sie die Änderung gesehen? Nein, weil wenn wir nur das Ganze mehrfach durchlaufen lassen, dann werden Sie sehen, dass Circle Y sich nicht ändern wird. Also ist genau hier beim Erhöhen der Variable irgendetwas schiefgelaufen. Schauen wir uns das Ganze jetzt noch einmal hier im Programm an. Die kurze Schreibweise für die Addition hier ist nicht ist gleich plus, sondern umgekehrt. Plus ist gleich. Also bessern wir das einmal aus. Entfernen wir den Haltepunkt, indem wir noch einmal darauf klicken und lassen das Programm laufen. Und Sie werden gleich sehen, da ist noch ein Haltepunkt, der hat sich da noch versteckt. Und jetzt werden Sie gleich sehen, das Programm läuft genauso wie erwartet. Wir können das auch noch zusätzlich mit dem Debugger überprüfen und sehen, dass sich der Wert für Circle Y tatsächlich um 1 erhöht hat.
indem wir da einfach draufklicken und das Programm nochmal ausführen. Und wenn wir da jetzt mit dem Schrittknopf weiterspringen, können Sie auch hier bei Circle Y eine Erhöhung feststellen. Alternativ können Sie auch mit dem Weiter, dem Continue-Button, der zweite Button, der neben dem Stop-Button aufgepoppt ist, umgehen und dieser verarbeitet alle Anweisungen bis zum nächsten Haltepunkt. In diesem Fall bleibt er jedes Mal bei Background-Sätzen stehen. Wie man sieht, ist Debugging ein guter Weg, um Programmcode zu analysieren. Sie haben auch gesehen, dass ein Programm syntaktisch korrekt sein kann, sich aber nicht wie geplant verhält. Dann können semantische Fehler die Ursache sein. Versuchen Sie nun selbst, Ihr neu erlerntes Wissen in der Praxis umzusetzen. Passen Sie das Ghost-Beispiel aus dem vorigen Kapitel an, indem Sie Variablen integrieren, Abhängigkeiten bilden und zum Bewegen bringen. Ein kleiner Ausblick auf das nächste Kapitel. Es gibt noch weitere Datentypen als nur jene für Zahlen. Viel Erfolg und hoffentlich viel Spaß!